So, und hier geht's jetzt direkt weiter. Vor allem, ihr habt das letzte Let's Play vielleicht gesehen. Ja, direkt zur neuen Folge. Medipack, das ist verriegelt. Müssen wir jetzt hier weiter mit Isaac Clarke zu John Carver treten und zu Robert Norton. So, die Tränke gibt es hier, glaube ich, nicht. Außer, dass er sich ständig wehtut. Und da haben wir schon Carver, okay. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? First Guards, letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Okay, zum Wagen, los, los. Selbstmordattentäter, oh oh. Das ohne Anzug, also mit so einem etwas läppischen Anzug, der noch nur einen Helm hat, das sowas zu überleben, nicht schlecht. Ach, das kotzt mich jetzt natürlich gerade etwas an. Unsinn. Okay, wie gesagt, ich muss mich jetzt hier erstmal orientieren wieder. Ja, nach. Ja, ich wäre hier über Headshots eigentlich ganz erfreut, wobei das etwas schwer geht. Der Nahkampfangriff ist hier etwas sehr scheiße. Ich muss hier vor. Ah, dort ist noch einer. Also wie gesagt, ganz anderes Steuerung als bei COD oder irgendetwas anderes. Da vorne gucken mich schon wieder Granaten an. Dort. Och mein Gott! Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Okay, wie gesagt, Selbstmordattentäter, die sprengen sich immer gerne mit Granaten hoch. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, die Leiter weiter. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, komplett andere Steuerung. Er spielt zu Zeiten von StarCraft, das... Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für ihren Plan. Das Let's Play von StarCraft. Vielleicht haben es welche gesehen. Die Konvergenz? Jetzt verpiss dich doch mal aus meinem Bildschirm. Ja, spielt zur gleichen Zeit. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, im puncto Waffen etc. pp. Und alles, was hier so umschwirrt, ist das ehrlich gesagt... Naja, underpowered. Es sind zwar zwei verschiedene Entwicklerfirmen, aber man hätte das Spiel wirklich etwas ca. 100 bis 200 Jahre vorlegen müssen. Würde das so passen, aber gut. Wie gesagt, andere Story, anderes Spiel. Okay, confirmed. Schießen auf Zivilisten wird natürlich nicht toleriert im Normalfall. Okay, dort muss ich dann weiter. Mist. Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten sich. Oh, nicht schlecht. Muss ich jetzt sogar dort gar nicht alle töten, sondern konnte hier einfach hier durchchippeln. Nicht schlecht. Ups. Ich hoffe, dass jetzt ein kleines Chaos angerichtet wurde, aber gut. Schauen, was ist. Bringt mir das eigentlich jetzt, die zu töten? Das bringt mir überhaupt nichts, weil ich die Items dort nicht aufsammeln werde. Er hatte nichts übrig. Was mich allerdings sehr, sehr verwundert, dass die Version in Deutschland uncut rausgekommen ist, weil wie man hier sieht, gut, an dem sieht man es doch. Da fallen so doch die gleich die Gebeine raus. Also da ist zum Beispiel das Bein. Da liegt mal ein Arm rum. Den Kopf kann ich ja anscheinend wirklich auch abtreten. Ja, ihr seht das. Deswegen wundert es mich wirklich, dass das die Deutschen an sich so akzeptiert haben. Ach shit, ich stehe auf. Weil ihr seht ja gegebenenfalls an COD. Das ist ja nicht ansatzweise, ich würde es mal sagen, so brutal, aber
World War haben sie ja gekartet. Black Ops haben sie gekartet. Aber warum die Regierung stürzen? Ja. Denn ich sag, sie hätten mit den Magern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von ihnen halten. Aufzug. Fahren wir gleich mal hoch. Hier war anscheinend etwas wenig Widerstand. Lunare Nachrichten. Die Qualität ist jetzt auch nicht so, was man eigentlich 2500 erwartet. Da sieht das Bild hier doch schon besser aus. Da waren keine Nachrichten. Oh. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch das angucken. Wer hier lebt noch? Bringt ihn her. Also Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Ja, Nuke explodiert. Aber was jetzt sollte werden das? Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Na, Profi. Black Screen. Ah, jetzt geht's weiter. Guck mal, ständig. Scheiße. Ja, verdammte Scheiße. Ja, ich brauche ein größeres Magazin. Das macht irgendwie Spaß sonst. Okay, Repacks hätte ich erstmal. Scroller mal die erstmal. Ja. Danke. Wie lange die leben, es ist zum Brechen, ist das. Man muss die wirklich komplett zerstückeln. Ja, steht ja hier auch. Gibt's denn hier noch so Feines? Warum die Grafik dann so schön, wenn der Dritte dagegen haut? Okay, die Scheiben kriegt man nicht kaputt. Schließlich sah man da ja auch nicht unbedingt aus, aber ich sehe hier was. Uni. Und Stasepack. Ich habe den Hotkey von Stasepack, habe ich mir immer noch nicht merken können. Ich glaube, hier geht's weiter. Genau. Liegen, Mensch. Wie gesagt, das sieht ja alles sehr, sehr lecker aus. Ich wollte eigentlich Medipack fressen. Ich glaube, wir kriegen auch gleich. Ja. Wow! Warum stehen die einfach so? Das ist ja unfair. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Munition. Was wir hier noch so rumstehen haben. Munition und Stase. Wie gesagt, am Anfang ist das noch ziemlich nervig, weil. Oh, das sieht ja mal schon schön besser aus. Also besser als wo ich das erste Mal das Ganze durchgezockt habe, weil. Ah, okay, die Waffe kenne ich noch. Weil das erste Mal habe ich dann wirklich nur eigentlich mehr oder weniger wie bei allen neuen Spielen auf Story gesetzt. Gefällt mir die Möglichkeit besser. Auf Story gesetzt und hab
nicht wirklich auf Items oder so geachtet. Es war anscheinend ein Fehler, weil mir ständig weil ich ständig out of ammo war. Ah, da drüben ist der Freund. Also die Waffe, die macht echt schön Schaden von Anfang. Hätte ich die doch am Anfang nehmen sollen, da hätte ich nie so ganz so viel Munition in den Schlund geballert. Und hier findet man ja wirklich ab. Ziemlich Munition. Ein Minipack. Und mal gucken, wo es weitergeht. Ah, genau. Aufzug. Wieder Fahrstuhl fahren. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. In Bearbeitung, das heißt eigentlich meistens, dass der Computer gerade neue Daten lädt. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Washington Station, aber auf der Erde spielt das doch eigentlich gar nicht. Das spielt auch auf irgendeiner Kolonie. Es sei denn, die haben die Erde nach einer Kolonie benannt. Die haben Washington. Ja, die Erde nach einer Kolonie benannt. Genau, richtig. Intology-Artefakt. Ich hasse es. Mitteilung an die Gläubigen. Als der schwarze Marker vor langer, langer Zeit auf der Erde entdeckt wurde, hielt die Regierung alle Nachweise von ihm über uns geheim. Und als unser Prophet Michael Altman die Stimme gegen sie erhob, wurde er zum Schweigen gebracht. Earthcroft setzt dieses Vermächtnis nun fort. Sie manipulierten die Marker, erstellten als Teil ihrer geheimen Forschungsprogramme blasphemetische Kopien, also Kopien. Sie haben unsere heiligen Reliquien in eine Krankheit verwandelt. Aber die Natur hat Mittel und Wege, sich selbst zu korrigieren. Indem wir die Marker befreien, können wir diesen Kreislauf des Todes beenden und den Kreislauf der Wiedergeburt einleiten. Schließt euch mir an und wir, wenn wir uns unsere Zukunft zurückholen. Jene Zukunft, die der Marker uns allen verspricht. Jakob Arthur Dänig. Also der Junge ist doch schon etwas krank im Kopf. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich kreisch doch dort mein Du. Gut sagen. Schade, ich komme hier nie durch. Mist. Hier noch was drin? Oh, Munition. Nehmen. Okay, die Becher kann ich dort nicht pullen. Ach, lass mich doch jetzt hier durch. Warum kann ich nicht noch mehr Munition mitnehmen? Finde ich jetzt unsozial. Scheißpack. Okay, lassen wir es dabei. Ich bin gerade im Max-Ammo. Und wer sie bekommen im Shop? Wie gesagt, hier kann ich auch nichts mitnehmen. Hier nur Munition liegt hier oben. Only Munition. Ach, das war der. Den kann man auch nicht erledigen, unsere kleine Schaufensterpuppe. Ich glaube, wir kommen Besuch. Fragt sich nur, ob wir jetzt von Menschen Besuch bekommen oder von ehemaligen Menschen. Okay, ehemaligen Mensch. Ja, ich hab doch gar nicht die Waffe gewechselt. Hurensohn. Ja, danke schön. Oh, Sprinters. Wie gesagt, ich brauche hier wirklich bessere Waffen. Ansonsten macht das keinen Spaß. Wobei ich die das erste Mal beispielsweise erst sehr, sehr spät bekommen habe. Das letzte Mal habe ich mir dann quasi eine Waffe zusammengebaut, die hatte einen schweren Elite-Rahmen, glaube ich, dann, ja, triff. Schwerer Elite-Rahmen, was war da noch alles drin? Ein schöner Militäraufsatz und, ja, noch was zum Schnellfeuer. Ui, Freunde. Jetzt, okay, die Viecher hier, die haben Tackle und die müssen wir eh natürlich abschießen. Anscheinend scheint das Inventar noch nicht ganz fertig zu sein. Okay. Wir müssen jetzt hier runter, glaube ich. Oh.
Warum können die hier so schnell laufen? Verdammte Axt! Okay. Sieht natürlich auch lecker aus. Mich wundert nur, dass ich Isaac beispielsweise hier nicht anstecken kann. Weil eigentlich sind die ja Zombie-Viren. Und das ist ja nichts anderes als ein Virus. Ja, eigentlich ansteckend. Oder? Habe ich da was verpasst? Okay, Hilfe ist unterwegs. Ja, da schauen wir uns in der nächsten Folge an. Denn die Zeit ist nun schon wieder rum. Es geht ziemlich schnell, bis die Zeit um ist. Und ja, bis später, Freunde.